Hallo zusammen und willkommen. Honig ist seit Jahrhunderten ein bewährtes Mittel, das direkt aus der Natur kommt und so bei manch einem Problem eingesetzt wird. Nicht nur die innerliche Anwendung spielt dabei eine Rolle, denn Honig kann auch äußerlich zum Einsatz kommen und gut gegen Akne und Hautunreinheiten, Narben und Verbrennungen sowie zur Wundheilung allgemein wirken. Wissenschaftliche Nachweise finden wir dennoch sehr wenige, wenn es um die medizinische Wirkung geht. Grundsätzlich haben wir unser Wissen über den Honig vor allem aus der Tradition und Erfahrung unserer Vorfahren. Honig hat eine große Vielfalt an unterschiedlichen Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und Enzymen zu bieten. Wenn Honig uns guttun soll, sollten wir unbedingt auf eine hohe Qualität setzen. Bereits geringste Licht- und Wärmeeinflüsse können die Qualität des Honigs negativ beeinflussen. Honige können sich je nach der Sorte auch in der Zusammensetzung stark voneinander unterscheiden. Aus diesem Grund hat Honig oft unterschiedliche Wirkungen. Die Wirkung wird bei dem Naturprodukt nicht durch die einzelnen Inhaltsstoffe alleine, sondern meist durch eine Kombination von unterschiedlichen Wirkstoffen hervorgerufen. Das Gute an der Sache ist, Honig hat praktisch keine Nebenwirkungen. Doch was genau kann Honig alles für unsere Gesundheit tun? In jedem Fall kann er deine Verdauung verbessern und deinen Körper von vielen Giftstoffen befreien. Im Honig sind sehr viele wertvolle Inhaltsstoffe enthalten. So finden wir zum Beispiel Eisen, das die Blutbildung fördern kann. Auch andere Spurenelemente und Mineralstoffe sind im Honig zu finden. Diese sind überaus gesund für uns, weshalb Honig eine gute Alternative zu Zucker ist. Auch geringe Anteile von Pollen sind im Honig enthalten. Bei einem regelmäßigen Verzehr kannst du sogar etwas gegen Heuschnupfen unternehmen. Dadurch, dass im Honig nur sehr geringe Mengen an Pollen enthalten sind, machen diese meist auch Allergikern keine Probleme. Die regelmäßige Dosis lässt viele Menschen jedoch abgehärtet werden. Oft haben sie dann deutlich weniger Probleme mit dem Heuschnupfen. Bereits im alten Ägypten verwendete man Honig als Naturheilmittel. Das kostbare Gold war perfekt für süße Speisen und wurde als der Nektar der Götter angesehen. Die Gewinnung war jedoch nicht nur schwierig, sondern teilweise auch sehr gefährlich. Aus diesem Grund war Honig immer schon sehr kostbar und nur die oberste Schicht konnte ihn genießen. Honig enthält Wasserstoffperoxid. Dabei handelt es sich um ein natürliches freies Radikal, das unglaublich desinfizierende Eigenschaften hat. Es ist daher kein Geheimnis und nur logisch, dass Honig bei vielen Hautkrankheiten, wie zum Beispiel Akne und anderen Unreinheiten, eingesetzt wird. Doch auch bei Halsschmerzen oder Magenverstimmung wird Honig gerne verwendet. Doch vor allem zur Entgiftung des Körpers und bei Verdauungsproblemen bzw. für eine bessere Verdauung kannst du Honig anwenden. Hierfür eignet sich vor allem das Honigwasser. Honig ist bei vielen Menschen sehr beliebt. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir es als Süßungsmittel nutzen oder als Brotaufstrich. Zum echten natürlichen Heilmittel wird der Honig vor allem durch seine antibakteriellen und antibiotischen Eigenschaften. Sehr viele Menschen schwärmen daher auf das eben genannte Honigwasser. Bereits die Ägypter nutzten Honig und Honigwasser wegen seiner positiven Wirkung auf den Körper. Schon damals verwendete man den Honig auch als natürliches Abführmittel. Honigwasser diente darüber hinaus auch als stärkendes Mittel. So bekamen es beispielsweise Athleten im alten Griechenland, um mehr Kraft und Ausdauer zu erhalten. Doch warum genau ist Honigwasser überhaupt so gesund? Wenn wir uns krank fühlen, kann uns Honig tatsächlich schnell wieder fit machen. Honig kann nämlich unterschiedliche Bakterien und Erreger bekämpfen. Doch erst wenn Honig mit Wasser zusammenkommt, kann der Honig seine volle antibakterielle Wirkung entfalten. Aus diesem Grund solltest du auf Honigwasser setzen. Dafür gibst du ein paar Teelöffel Honig in lauwarmes Wasser und trinkst das süße Getränk jeden Tag. Nimmst du Honigwasser täglich zu dir, haben Viren und Bakterien praktisch keine Chance mehr. Doch Achtung! Verwende dafür niemals kochendes Wasser, denn das zerstört die Wirkstoffe. Setz in jedem Fall auf warmes Wasser. Was kann dir Honigwasser nun versprechen? Honigwasser kann dir helfen, wenn du ein Völlegefühl verspürst. Nach nur einem einzigen Glas können sich die Gase in deinem Darm neutralisieren. Dadurch kannst du dich schneller wieder besser fühlen. Durch die antibakteriellen Eigenschaften von Honig wird sich bei regelmäßiger Einnahme auch dein Hautbild deutlich verbessern. Zudem stärkst du mit dem Getränk dein Immunsystem und die körperliche Abwehr. Halsschmerzen und Hustenreiz kann das Wasser ebenfalls lindern. Vor allem auf unsere Verdauung kann sich Honig positiv auswirken. Wenn du oftmals unter Verdauungsproblemen leidest, kannst du diese mit Honigwasser bekämpfen. In deinem Körper lagern sich unterschiedliche Stoffe an, die du lieber wieder aus dir hinausbringen solltest. Rauchen, Alkohol, eine ungesunde Ernährung usw. hinterlassen ihre Spuren in deinem Darm und der Leber.
Mit einer Kur von Honigwasser kannst du sie wieder aus dem Körper spülen. Wenn du deinen Körper entgiftest, wirst du dich nicht nur besser fühlen, sondern kannst auch von einer schöneren Haut profitieren. Hautunreinheiten und Akne werden sich mit Sicherheit bald bessern. Sei jedoch nicht besorgt, wenn diese zuvor ein wenig schlimmer erscheinen. Dein Körper wird zu Beginn der Kur alles an die Oberfläche bringen und herausholen wollen. Ein kleiner Tipp am Rande: Gib dem Honigwasser ein wenig Zitronensaft dazu. In diesem Fall wird sich dein Harndrang erhöhen und die Giftstoffe gelangen noch schneller aus deinem Körper. Du fragst dich nun, wie du das Honigwasser am besten zu dir nimmst? Trinke das Wasser in jedem Fall auf nüchternen Magen gleich nachdem du aufgestanden bist. Wichtig ist, dass du das Wasser wirklich regelmäßig zu dir nimmst. Du kannst die Honigmischung ruhig mehrere Wochen lang trinken. Sie wird dir viel Energie schenken und kann eine gute Alternative zu Kaffee sein. Honig wird auch dazu verwendet, um uns Kraft zu schenken. Dabei handelt es sich um ein besonders energiereiches Nahrungsmittel. Wenn wir uns körperlich angestrengt haben, können wir mit einem Traubenzuckermangel zu kämpfen haben. Durch den Anteil an Traubenzucker, der sich im Honig befindet, kann dies wieder ein wenig ausgeglichen werden. Dabei ist Honig besonders leicht verdaulich. Aus diesem Grund tut uns Honig auch so gut, wenn wir aufgrund einer Krankheit geschwächt sind. Honig stärkt uns und gibt uns wieder neue Energie. Auch auf die Leber hat Honig eine positive Wirkung. Durch Fruchtzucker wird auch unsere Leberstärke wieder aufgebaut. Wer sich eine Mischung aus Quark und Honig kreiert und diese zu sich nimmt, kann die Schutzfunktion der Leber wieder aufbauen. Die Mischung wird vor allem als Diät nach einer Krankheit zur Erholung empfohlen. Selbst wenn wir unter chronischer Ermüdung leiden, kann Honig uns helfen. Er sorgt dafür, dass wir uns wieder vitaler fühlen und macht uns lebendiger. Natürlich müssen wir den Honig auch hierfür wirklich regelmäßig zu uns nehmen, um echte Erfolge zu sehen. Darüber hinaus ist Honig ein tolles Mittel zur Wundheilung und kann selbst dabei helfen, Narben zu behandeln. Viele Menschen setzen den Honig zur Behandlung von Aknenarben ein. Auch bei Furunkeln und bei unreiner Haut kann der Honig zum Einsatz kommen. Oftmals wird er auch erfolgreich bei Brandwunden oder bei offenen Beinen eingesetzt, denn er fördert ein schnelles Abheilen. Selbst Kleopatra soll ihren Bädern Milch und Honig zugeführt haben, denn er macht die Haut geschmeidig und weich. Du kannst Honig also auch äußerlich anwenden, in dein Badewasser mischen oder zu anderen Produkten wie selbstgemachten Hautmasken oder Cremes mischen. In jedem Fall wird deine Haut von dem Naturwunder profitieren. Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Honig bei Halsschmerzen, Husten, Heiserkeit und Erkältungskrankheiten seine Dienste leisten kann. Dabei ist das Naturprodukt ein altbewährtes Hausmittel, das bereits seit Jahrhunderten eingesetzt wird. Die Anwendung erfolgt meist im Tee oder in Milch. Auch in kleinen Gaben kannst du den Honig ganz langsam auf deiner Zunge zergehen lassen. Dies sorgt dann für Linderung. Was viele von uns jedoch dabei vergessen ist, dass Honig niemals erhitzt werden sollte. Du solltest den Honig daher nicht in heiße Getränke geben, sondern nur in warme Flüssigkeiten einrühren. Nur dann kannst du die wertvollen Stoffe, die sich im Honig befinden, auch am Leben erhalten. Viele Menschen fragen sich aber, ob Honig den Karies fördern würde. Schlussendlich ist Honig ja süß. Rohrzucker beispielsweise fördert den Zahnbelag, in dem sich Karies einnistet. Doch Honig fördern diese nicht. Beim Essen wird der Honig in Kombination mit anderen Speisen schnell wieder von unseren Zähnen entfernt. Wenn du dir also regelmäßig die Zähne putzt, musst du keine Angst haben, dass Honig deine Zahngesundheit negativ beeinträchtigen könnte. Das Acetylcholin, das sich im Honig befindet, wirkt sich auch auf unser Herz positiv aus. So kann es unser Herz stärken und die Herzkranzarterien erweitern, damit das Blut wieder besser durchlaufen kann. Besonders nützlich soll bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine Mischung aus Zimt und Honig sein. Diese kannst du einfach auf dein Brot streichen und genießen. Wenn du die Mischung jeden Morgen zu dir nimmst, kannst du das Cholesterin in deinen Arterien reduzieren, was dich vor einer Herzattacke bewahren kann. Selbst Menschen, die bereits eine Herzattacke erleben mussten, können mit der Mischung wieder für ihre Herzgesundheit sorgen. Bei regelmäßiger Einnahme kann das Honig-Zimt-Gemisch für einen ruhigeren Atem und für einen gleichmäßigen Herzschlag sorgen. Menschen, die Arthritis haben, sollten jeden Tag morgens und abends eine Tasse heißes Wasser trinken, indem sie einen Teelöffel Zimt und zwei Teelöffel Honig auflösen. Sogar chronische Arthritis soll kuriert werden können, wenn die Mischung täglich und regelmäßig eingenommen wird. Mit Sicherheit wird es einige Zeit dauern, doch nach einigen Wochen oder Monaten können sich bereits erste Erfolge zeigen. Honig ist aber natürlich nicht nur ein altbewährtes Hausmittel, das uns bei der Heilung von verschiedenen Krankheiten helfen kann, sondern auch unglaublich lecker.
Wenn wir Honig in unsere Ernährung integrieren und öfter zu diesem Naturheilmittel greifen als zu herkömmlichem Zucker, tun wir uns und unserem Körper in jedem Fall etwas Gutes und können unsere Gesundheit fördern. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.